Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Spirit Hunters. Wir haben weiterhin die Mission bei Konrads Challenges, die zweite Challenge praktisch abzuschließen, die zweite schwere Challenge. Und dazu machen wir den Friedhof schwer, würde ich sagen, ist sehr angenehm. Ich guck mal gerade, was hier ist. Das gefällt mir besser, weil da kann ich vielleicht auch nochmal mehr zeigen, weil wir eigentlich nur die Shurikens hochzocken müssen. Übrigens auch kein so schlechter Skill, glaube ich. Da können wir noch Nomicron mitholen und Chichi zum Aufleveln dürfte eigentlich sehr, sehr einfach sein, würde ich behaupten. Und das werden wir jetzt dann auch umsetzen. Ich hoffe, das ist dann auch so. So, Shurikens haben wir direkt am Start. Ist eigentlich ein Skill, den ich nicht so oft gespielt habe, was wir... Ja gut, hier, wenn man auch wieder sieht, wenn der crittet, haut der richtig rein. Gerade dann, wenn er im Umfeld um sich rumballert. Ja, gut. Kann schon ein mega krasser Skill auch sein. Am Anfang finde ich ihn halt nicht so krass, weil er hier völlig random irgendwie rumballert. Aber wie gesagt, auch nicht schlecht, vor allem wie hier, wenn er crittet. Dann dazu natürlich die Mine ist nicht schlecht, wie ich es schon gesagt habe. Ah, hier haben wir auch gerade einen Nomicron gesehen, den ich noch nie hatte, den ich noch nie ausgerüstet hatte. Da will er hier die Tipps und Tricks geben, ne, und hat manche Skills noch nie benutzt. Ja, hol mal hier das Speer auch noch mit, was soll's, der ist auch nicht schlecht. So, gucken wir doch mal im Verhältnis jetzt auch gleich. Ja, und holen uns hier die Explosionsgrößen noch mit. So, das Speer, was haut der so rein? Ja, auch ganz gut. Auch um die 200, ne? Ja. Gut, Shuriken-Anzahl. Wir müssen Shuriken leveln. Ja, und dann ist es eigentlich schon getan. Wir brauchen noch so ein paar. Jo, hol mal hier den Bolt noch mit. Und dann haben wir alles. Und jetzt wird das Shuriken gelevelt und wir brauchen ein paar Haustiere. Um mehr geht's eigentlich nicht, ne? Holen wir hier den Schaden mit. Jetzt muss ich noch genau gucken. Shuriken brauchen wir den Spezialskill und den Abprall-Skill oder was das ist, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, vielleicht habe ich sogar die Shurikens ein bisschen unterschätzt, dass die vielleicht noch ganz geil sind. Ja, weiß ich nicht. Haben auch super krasse Crit-Werte direkt von Anfang an. Ah, das ist natürlich... Okay. Besser als Speer, ne? Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich zumindest mal. Ist doch besser als Speer. So, wie gesagt, die Mine ist super krass. Ja, es gibt viele gute Skills. Ja, Speer haut auch gut rein, ne? Wie gesagt, der vierte Skill wäre für mich, ich habe es jetzt in der letzten Folge so ein bisschen thematisiert. Also ich finde halt Kettenblitz super stark. Die Mine finde ich absolut crazy. Die haut halt hier richtig rein, wenn da die Gegner reinlaufen und man hat einen hohen Damage-Wert. Wir können jetzt gerade mal drauf achten, was hier passiert. Jetzt auch im Verhältnis zu allen anderen Skills, die wir jetzt da haben. Erstens schützt sie uns super stark hier um uns rum und alles, was da reinbrettern würde, kriegt halt massiven Damage. Die Abkühlrate kann man richtig runterdrücken, sodass der Damage alle paar Sekunden kommt, was mega stark ist. Der dann nahezu bei 100% Crit ist. Und dann Damage-Output hat von, ja, hier sieht man es jetzt, 700, direkt hier am Anfang. Jetzt im Verhältnis zu so einem Shuriken hier. Und auch wie schnell eigentlich so eine Mine dann wieder liegt, ne. Also finde ich schon die Mine stärker. Kettenblitz finde ich dann noch nice. Wie gesagt, dann kann man Richtung Eis und Speer gehen. Man kann Richtung, hier Shuriken wegen mir auch gehen oder sowas. Aber Mine und Kettenblitz finde ich eigentlich schon nice. Mine, oder Blitz generell. Blitz ist schöner Massenschaden, greift viele Gegner gleichzeitig an. Ja, ich muss mal gucken, was bei der Mine, die ist ja auch noch zu verbessern, was da sich wirklich dann noch tut. Und auch die Herausforderungen, die wir bis jetzt nicht geschafft haben. Also viele brutale Herausforderungen, denke ich, können wir alleine mit der Mine dann halt schaffen, wenn wir die das zuskillen dürfen. So, hier kann man das Shuriken und Speer würde ich nahezu gleich sehen. Crit-Chance ist halt ultra krass hier auch nochmal. Macht richtig Druck halt. Gefällt mir gut und halt, ja. Vor allem später, wenn sie in alle möglichen Richtungen angreift. Jetzt gehen wir ein bisschen hier auf Damage. Gehen nochmal auf Damage. Jetzt muss ich mal gucken, wann kommen da die Skills. Ab 10 können wir den Ring und ab 15 das Abprallen skillen. Okay, oder was auch immer das ist. So, machen wir hier auch die Crit-Chance der Mine nochmal höher. Und da haben wir eigentlich schon richtig Spaß gleich. Geht's richtig ab. Sammeln hier ein bisschen ein. Machen die Crit-Chance nochmal hoch auf 65%. Wir haben hier noch gar kein so krasses Haustierchen. Ne, hab ich gar nicht. Alles klar, ist natürlich nice. Machen wir hier auch die Crit-Chance hoch. Ja, Shuriken. Ja, kann sein.
Was mir halt nicht gefällt, ist dieses random Rumgeballere. Also hier die Speere, das ist dann nochmal halt geiler. Die greifen dann halt wirklich die Ziele an, ne? Jetzt hier am Anfang finde ich die Shurikens... Ja, random ballern sie so ein bisschen rum. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Wenn sie dann mal treffen, sind sie unfassbar krass. Ja, aber wenn sie nicht treffen, ist es halt verschenkt, ne? Und wenn man sie später hier in das Starshot umwandelt, seht ihr jetzt, da hat man halt nur einfach einmal in eine Richtung den Schuss, ne? Ist halt auch nur semi-gut. Nicht so wie es vorher war, dass richtig Druck nacheinander da kommt halt. Jo, ich mach trotzdem die Crit-Chance hier nochmal hoch, auch wenn es ein bisschen Quatsch ist. Dann können wir noch ein bisschen auf Damage gehen. Und dann vielleicht nochmal eine Crit-Chance reinholen, indem ich halt hier das Crit-Haustier vielleicht noch hole. Aber ich muss natürlich noch Nomikron hochleveln und so weiter. Hol mir hier auch die Crit-Chance mit. Aber man sieht schon schön, auch im Verhältnis zur letzten Folge, dass das hier wesentlich mehr Damage rausdrückt, ne? Bisschen weniger Kontrolle, aber Kontrolle ist natürlich auch Damage, weil Gegner, die nicht mehr da sind, das ist halt auch gut und man levelt halt auch schneller, was ja auch gut ist. Also ja, von der Warte her, weil in der letzten Folge haben wir gar nicht so schnell eigentlich gelevelt, so vom Feeling. Ja, kommt natürlich dann auch auf den Helden an, zieht man von weit her diese XP an, ja oder nein, und bewegt man sich auch gut und so. Das ist vielleicht jetzt nicht zwingend auf die letzte Folge zu vergleichen, aber... Wie gesagt, im Durchschnitt würde ich da schon sagen, dass das dann eben so besser ist. So, machen wir hier den Schaden noch höher. Ja, 400 Damage, wenn man trifft, zu nahezu, nahezu immer, ne? Das hat man auch schön gesehen, die Mine macht 800 Schaden jetzt hier, wenn da einer reinbrettert. Hier, 2x 800, ziemlich zielgenau. Ich kann die Bosse reinlocken hier auch nochmal. Ich finde es halt richtig krass. So, machen wir den Schaden höher. Crit-Chance, wie gesagt, versuche ich eventuell übers Haustier noch zu bekommen. Jetzt nur, sag ich mal, vom perfekten Roll her. Ja, und dann geht die Party ab. Machen wir nochmal Schaden. Wann geht's los? 15, ne? Dann kriege ich den anderen Abprall-Skill. Da bin ich mir jetzt unsicher, was der noch genau gebracht hat. Hier hat man es jetzt schön gesehen. Hat die ganze Gegnergruppe da weggehauen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht überlevele. Also nicht zu schnell levele. Weil ich noch andere Dinge brauche. Wie gesagt, Kettenblitz ist natürlich deutlich schwächer und so. Aber macht halt um sich rum halt dann schon spaßigen Schaden. Ja, dreimal braucht man das Abprallen. Und 25, also kann ich schon noch reinskillen. Ist das überhaupt ein Abprallen? Ja, hier sieht man auch nochmal sehr stark die Mine. Ich finde die richtig krass. Also sie ist bei mir offcam wirklich deutlich in der Gunst gestiegen. Ja, ich habe sie vorher natürlich auch gemocht. Aber jetzt ist halt richtig krass. Naja, hier mit dem Abprallen, das ist natürlich dann nochmal geiler, ne? Das ist... Shuriken vor Speer? Könnte das sein? Könnte sein, oder? Also wenn man da ausgilt, weil hinten raus gefällt mir beim Speer viele Dinge nicht so. Mit dem Käfig und so ein Kram finde ich jetzt alles nicht so geil. Aber das hier mit dem Querschläger, das ist schon nicht schlecht. Hier Mine, Shuriken Querschläger, seht das hier, was wir alleine mit den zwei Skills jetzt hier für einen Druck auslösen. Ah, das ist, kann man machen. Noch eine Anzahl an Shuriken. Jetzt ist die Anzahl der Shuriken natürlich nochmal gut, aber man muss den Shuriken relativ weit hoch bekommen, dass er eben so funktioniert, wie er jetzt funktioniert. Und da muss man gucken, was man vielleicht dann noch freischaltet. Einen weiteren Shuriken, einen weiteren Querschläger, wie auch immer. Jetzt halt mit der hohen Crit-Chance, mega nice. So, so gut, dann hauen wir es doch noch komplett hier hoch. Und haben wir da komplette Spaß hier. Die Minen schützen uns, Shuriken ballern so um uns rum. Na doch. Richtig cool. Richtig, ist auch super geil. Kann man so auch machen. Wie gesagt, dazu würde ich den Kettenblitz schon nehmen. Und Frost ist natürlich nicht schlecht. Bei Frost finde ich halt super geil. Dieser Frost-Einfrier-Skill. Dass er halt, das ist übrigens auch geil an der Mine, dass er noch zwei solche Perks hat, die man da draufsetzen kann. Einmal, dass die Dinger geblitzdingst werden, beziehungsweise auch ein Kettenblitz davon ausgelöst wird, oder dass sie auch eingefroren werden. Also auch wieder schöne Kontrolle, beziehungsweise Damage-Erhöhung. Auch nicht schlecht. Ja, und bei diesem Eis-Skill ist es halt gut, bei Hugo, wie gesagt, dass er Gold bekommt. Das muss man natürlich auch von Charakter zu Charakter sehen. Welcher Skill bringt einem vielleicht noch einen richtig krassen passiven Perk? Das sieht man ja immer bei der Charakterauswahl.
bringt bei der Herausforderung, glaube ich, jetzt nicht so viel. Aber halt bei den normalen Runs. So, was wollten wir noch machen? Was brauche ich denn überhaupt? Oh Mist, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Den brauchen wir auf jeden Fall. Sehe ich jetzt. Links sehe ich's. Gut, Chichi brauchen wir noch. Gut, alles klar, passt dann so. So, den müssen wir uns halt noch besorgen. Das ist jetzt hier noch so ein bisschen die Herausforderung im Prinzip. Hier sieht man es jetzt, jetzt stimmt der Druck nach vorne nicht so. Der ist jetzt nicht so krass. Ja, da kann man dann halt noch bessere Sachen da machen. Ich vergesse auch wahrscheinlich den ein oder anderen Skill, wo ich nochmal genauer gucken muss, wer mir auch noch gut gefallen hat. Halt hier der Kettenblitz oder Blitz generell, der kann halt nach vorne so ein bisschen Druck noch machen. Wenn die Abkühlrate super gering ist, wenn man eine etwas höhere Reichweite hat und dann halt noch den Kettenblitz generell hat, dann ist das schon geil. Dann macht das schon Druck und macht in der Masse dann halt Druck. Haut viele Gegner, wie jetzt hier, wenn viele Gegner kommen, dann muss ich warten, bis die in die Mine reinlaufen oder die Shurikens da ein paar Mal abgeprallt sind. Wenn die Kettenblitze da stark sind, dann hauen die halt alles Mögliche da relativ schnell weg. Das wisst ihr ja, habt ihr ja schon gesehen. Das finde ich da halt nicht schlecht. Macht halt auch einen dauerhaften, schönen Druck auf alles im Prinzip. Ja, bei der Mine ist halt das mega nice hier. Man kackt die halt überall hin. Und dann sind die halt echt richtig krass. Und die Gegner, auch die nachzügeln, laufen da immer wieder rein. Wenn man so zurückläuft, sind überall dann die verschiedenen Seelen. Kann man dann einfach einsammeln gehen. Man hat einfach so ein bisschen passiv Damage auf der Map rumliegen, ne? Ist halt schon nice. Gerade wenn es mal eng wird. Man muss nochmal zurück irgendwelche Herzen sammeln oder sowas. So, hier, Rang 3, Level up, zermalmt Feinde, 300 Schaden, boom, machen wir. Machen wir halt ein bisschen mehr Damage, wenn wir da aufleveln sollen. Jetzt brauchen wir halt den Chichi da noch. Noch einmal. So, leveln hier wie wild rum. Machen Damage. Wunderbar. Und laufen irgendwie durch Gegner durch. Es ist sehr schön. Und dann war es das auch. Dann kriegen wir 50 Leben pro Char dazu. Das ist auf jeden Fall mega nice. Und dann geht es nochmal in die brutalen Challenges. Und dann kann ich das umsetzen, was ich da gelabert habe. Zumindest mal zum Teil. Jetzt können wir auch mal gucken. Ist halt 20 Damage hier bei der Mine, ist halt dann schon absolut crazy, weil es halt 60 sind bei Crit und das ist halt nicht ganz unerheblich, weil man crittet halt super oft. Bei Shuriken, wie gesagt, wird es dann auch so sein. Da muss ich mir das auch nochmal genauer ansehen, so hinten raus. Aber wie gesagt, viele meiner kleinen Tipps sozusagen haben ja bis jetzt eigentlich Bestand gehalten. Also Kettenblitz am Anfang, Frost so ein bisschen. Mine kann man natürlich dann auch spielen. Vor allem auf Hugo und Hati zu setzen ist halt super wichtig. Also der Charakter Hugo und Hati als Haustierchen. Und dann ist man da schon mega stark aufgestellt. Dann noch der Crit, das Crit-Haustier. Und dann läuft der Laden oftmals schon sehr, sehr gut, wenn man nicht die absoluten schwachen Charaktere hat. Wie gesagt, mit Hugo ist es eh dann vorbei. Jo. Müssen wir mal noch gucken, was sich dann jetzt noch in den letzten Folgen für mich so als Tipp herausstellt, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt auch noch mega wichtig, dass das mit dazu kommt, weil das auch nochmal ein Game Changer ist oder sowas. So, dann würde ich sagen, machen wir es so. Alles ist, glaube ich, abgeschlossen. Jo, das war's. Wir müssen es nur noch zu Ende bringen. Ganz gemütlich runterspielen. Wunderbar. Jo, falls ich die Möglichkeit bekomme, noch einen Hati, der mir immer schön die Herzen hinsetzt, zu bekommen, mache ich das natürlich. Um einfach das ganze Ding hier abzusichern. Weil wir bekommen natürlich schon ein bisschen Damage hier rein. Ah, hier oben ist ein Haustierchen. Hier versuche ich mir jetzt... Ja, hier hole ich mir jetzt definitiv Hati. Würde ich sagen. So, da ist er. Wunderbar. Und somit ist die Geschichte hier erledigt. Sehr schön. So, die Minen gritten ein bisschen mehr. Oder öfter, nicht mehr. So, und wir kacken Minen, die noch gar keine so krasse Abklingzeit, glaube ich, haben. Da ist auf jeden Fall noch mehr möglich. Und da bin ich echt mal auf die nächsten Folgen gespannt, ob ich es dann hinbekomme. Oder ob ich wirklich sagen muss, nee, alles klar, da sind für mich dann die Grenzen gesetzt. Das kann natürlich sein, dass ich dann einfach sage, okay, das schaffe ich einfach nicht. Oder braucht zu viele Lucky Runs, bis es dann irgendwann mal funktioniert oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Man muss sich ja oft in den Runs... Dann so ein bisschen positionieren, muss ein bisschen Glück haben, dass man dann, wie gesagt, die entsprechenden Haustiere relativ schnell bekommt und so weiter, dass das alles funktioniert.
Stimmt, wollte ich nicht noch einen Zusatzshop da irgendwie freischalten? Das geht doch auch noch im Skillbaum. Dazu muss ich aber auch, glaube ich, mit Shabnaka noch irgendeine Herausforderung machen. Oder habe ich das schon gemacht? Keine Ahnung. Nicht mit Shabnaka, mit dem komischen Sichel da. Sichel hat natürlich der Riesenvorteil, der Charakter Sichel, der macht ja, glaube ich, 200-300% mehr Damage, also oder sowas. Oder 100%. Er macht auf jeden Fall mehr Damage. Und wenn man da eine Challenge findet, die jetzt nicht so krass ist, dass die so oft angreifen hier oder sowas. Also dass die nicht so viel... Gut, ja doch, die machen dort eigentlich alle Druck, ne, im Portal, weil da kommen immer die Schattenviecher. Also ich glaube, mit dem, das könnte mein Problem werden, den abzuschließen. Aber wir haben mit ihm natürlich jetzt auch 50% oder 50 mehr Leben, ne. Allein dadurch, weil wir das jetzt hier abschließen. Das ist auf jeden Fall ein Game Changer, definitiv. So, machen wir hier nochmal XP. So, was ist natürlich nicht schlecht bei Sichel zum Beispiel. Dass man da weniger Damage bekommt. Ja, und Sichel kann sich auch mehr oder minder immer ein Level up abholen, weil er halt diesen krassen Skill da hat, wo er alles um sich rum da wegballert. Also ja, mal gucken. Keine Ahnung, ich kann es echt nicht einschätzen. Vor allem, welchen Charakter ich jetzt mehr oder minder als erstes nehme, der irgendwie da sinnvoll ist. Der uns da irgendwie voranbringt. Also wo wir direkt einen schönen Erfolg haben, weil ich vielleicht irgendeinen Special dann schon freischalten kann. Also irgendeinen Skill massiv erweitern kann, was dann wiederum bei anderen Herausforderungen helfen kann. Aber ja, das habe ich ja auch schon oft thematisiert. Müssen wir mal gucken, wie es dann so läuft. Wie es jetzt sich entwickelt. Mach mal irgendwas. Ist auf jeden Fall auch kein schlechter Run, das hier. Definitiv. Ist ja jetzt auch nicht geschenkt, hier einfach mal die schweren Challenges zu machen. Ich meine, sie sind halt immer noch schwer, ne? Trotzdem, oh jo, läuft das ja ganz gut. Wir kicken hier ein paar Gegner weg. Traumhaft. Und kacken Minen. Sollten uns bewegen. Machen wir hier die Größe noch ein bisschen weiter. Finde ich dann gerade in Verbindung mit diesen Flächentypen halt schon nicht schlecht. Flächenhaustier da. Ja, XP-Steigerung haben wir auch am Start. Es ist eigentlich noch ein bisschen. Das heißt, wir können noch ein bisschen XP machen. Auch hier nochmal Fläche. Schöne, große Fläche, die wir abdecken mit dem Kettenblitz jetzt hier. Hier noch ein Haustierchen. Wunderbar. Und noch ein Shop. Und dann sind sozusagen die Pflichtaufgaben so langsam erledigt. Ich gehe nochmal hier auf XP, um noch mehr Skills freizuschalten. Und hier machen wir den. Wunderbar. Doppel-XP. Mega nice. Geht's richtig ab jetzt hier. XP, jawohl. Mach die Speergröße mal etwas größer. Und da bin ich mal gespannt, für welche Skills ich mich denn da bald entscheide, die ich da so krass empfehle. So, mehr Blitze sind auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, das ist auch einer der Skills, die man freischaltet beim Blitz, dass er direkt 5 Blitze hat von Anfang an. Ist natürlich auch mega geil, ist einfach mal ein Skill hier mehr, praktisch, mit dem man einfach mal direkt startet. Also die Endskills da machen schon noch was aus im Skillbaum. Die Endskills der verschiedenen, Fähigkeiten, die man dann über die brutalen Challenges da freischaltet. Ich werde es ja gleich nochmal zeigen, höchstwahrscheinlich. Und dann müssen wir uns überlegen, was ich da mache. So, Wunderbärchen. Geil wäre natürlich wirklich eine brutale Herausforderung, wo Mine und Blitz zum Beispiel am Start sind. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und wo wir Ähnliches sogar dann vielleicht upgraden könnten oder sowas, also maximieren könnten. Wo ich einen Hardy bekommen darf und nicht da irgendwie eine Einschränkung habe. Aber jo, werden wir sehen. Bla bla. Die andere Möglichkeit ist natürlich, die einfachere Möglichkeit ist, zuerst mal alle brutalen Challenges einfach abzuschließen, alles hochzuleveln, absolut zu maximieren, was ich ja jetzt immer noch nicht gemacht habe. So ein bisschen gemacht habe. Ich habe ja ein bisschen investiert off-cam, das habt ihr ja gesehen.
aber halt noch nicht ganz optimal. Und dann halt sich nur noch die Dinge rauszugreifen, die man wirklich nur noch abschließen. Also die leichtesten Herausforderungen abzuschließen, um dann halt den Skillbaum zu maximieren, wo dann, was weiß ich, 3 Challenges von Maxine fehlen oder was auch immer. Ja, müssen wir dann mal schauen. Aber ich denke, Maxine dürfte eigentlich noch ganz gut gehen, jetzt auch mit mehr Leben. Die hat ja, glaube ich, so die Schwäche, dass sie wenig Leben hat. Sie hat aber einen sehr, 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 sehr schönen Special, wie ich finde, der auch relativ schnell freigeschaltet ist. Oder auch dieser komische Bergbautyp da, The Dickens oder wie er heißt, das dürfte eigentlich auch noch relativ gut gehen. Ja, mal keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich glaube, die haben auch relativ viele Endskills dann irgendwie erweitert, verbessert, wie auch immer. Also mit einem dieser Chars sollten wir es dann schon irgendwie schaffen, weil dann Mine oder andere Dinge davon betroffen sind. Und da muss ich mal gucken, was das dann konkret ist, weil ich das schon vergessen habe in der Zwischenzeit. So, jetzt auch im Verhältnis zur letzten Folge, Boss mit ähnlichem Life. Mal gucken, wie schnell der jetzt weg ist oder eben nicht. So, das sieht schon direkt ganz anders aus hier. Ja, sieht man jetzt wirklich sehr, sehr schönes Verhältnis zur letzten Folge. Und das bisschen Crowd Control, was ich dadurch habe, ist wirklich zu vernachlässigen. In der letzten Folge wurde es ja fast noch ein bisschen schwer hinten raus. Und hier, den haben wir jetzt einfach weggeballert. Sieht man wirklich sehr, sehr schön die Unterschiede der verschiedenen Skills jetzt hier. Mit doch eher damage-lastigeren Skills jetzt hier, die richtig reinrotzen. Ne? Gut, alles klar. Jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen durch... ja, bla bla, laber mich nicht voll. Dass ich da... Hallo. So, das hier jetzt freischalten kann mit ein bisschen hier umskillen, dingensmäßig. Machen wir mal. So, hauen alles hier auf Feuer drauf und alle Kristalle auf Feuer. Können wir ruhig machen und dann alles Richtung Dunkelheit. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jo, doch, da kommt schon 40 Dunkelheit. Oh, weit mehr, jo, alles klar. Könnte sogar gerade reichen. Es wird sogar noch knapp. So, 50 brauchen wir. Das schaffen wir gerade so. Und können dann das mehr Leben hier freischalten. Wunderbar. Gut, die Leben sind vollgeskillt. Und jetzt ist halt die Frage, was ich die ganze Zeit da labere hier. Plus ein Schockbolzen bei Maxine. Wäre halt mega nice, ne? Jo, Ranken und so finde ich jetzt nicht so wichtig. Hier, Schadensverbesserung beim Speer ist es, ne? Ne, Quatsch. Beim Spalter. Jo, was haben wir hier? Ah, hier. Ein Speer mehr ist auch wichtig. Dickens, ne? Was haben wir hier Schönes? Orbitales Feuer. Was ist das? Plus 2. Okay, eine Brennenschadensverbesserung. Hier Frostschadenfähigkeit. Ja, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Shuriken. Menge. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Aber wahrscheinlich eine der schwersten Herausforderungen hier. Schwierig. Oh, hier, die Größe der Mine ist nicht schlecht. Ja, und die Aura des Chins. Was? Aura-Größe um 25% und auch Mr. Dickens. Also ich tendiere, wir sollten mit Dickens anfangen, oder? Dickens ist vielleicht nicht schlecht, das können wir vielleicht machen. Weil hier 25% Größe direkt mal von Anfang an mehr. Das ist nicht verkehrt, finde ich. Der hatte hier noch irgendwo was, ne? Wo war der noch? Ah, hier. Achso, die Anzahl der Speere, ja. Ich würde sagen Dickens, fangen wir an, oder? Gucken wir einfach mal, machen wir nächste Folge Dickens. Ich hoffe, es klappt und dann schauen wir mal, ob es klar geht. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.